So, es ist traurig, das Haus ist leer. Das ist ganz komisch, aber ich höre eine Stimme und ich glaube, ich kenne die Stimme. Ich glaube, das ist der Karl Rundstedt. Ich schau mal nach, ob es ist. Hallo Steffi. Er ist es. Hallo Karl. Du bist es. Ich freue mich so. Du arbeitest für dich selber. Wie geht's dir und was macht deine Stimme? Was sagst du, in welcher Form bist du gerade? Natürlich schon traurig, dass man nicht mit den Kollegen singen kann, nicht mit dem Orchester singen kann, nicht mit dir singen kann vor allem. Und wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwann wieder losgeht, zumindest mit Proben. Der Stimme geht's eigentlich gut. Ich versuche die Zeit zu nutzen, um wirklich beim Üben ins Detail zu gehen, mich fit zu halten. Das ist das, was hilft. Ich habe von Haydn so ein Ding geübt. Das ist mit wahnsinnig vielen Koloraturen. Dass man Koloraturen singt, das ist ja richtig so eine Stützarbeit. Das ist ein Sixpack. Das ist schon eine muskuläre Geschichte, klar. Du musst dafür natürlich das Zwerchfell irgendwie wahnsinnig flexibel und aktiv halten. Und das ist schon, schon einfach eine Trainingsgeschichte. Das ist auch eine Alternative zu Bauchbeine-Po, finde ich. Ja, sowieso. Also einfach mal Koloraturen singen. Ja, und zwar Stütze, von morgens bis abends. Also, ne? Ja. Und dann Sixpack. Ja, Karl, ich kann das. Da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Das heißt, also hier ist wirklich, ich höre noch eine Stimme. Im Haus, ansonsten ist keiner da. Nee. Aber zu Hause arbeiten ist auch blöd, oder? Zu Hause arbeiten geht bei mir zumindest nicht. Ich habe immer Angst, dass ich meinen Nachbarn auf den Senkel gehe. Kenne ich. Also ich meine, das ist einfach sehr, sehr laut. Ja. Und wenn ich das dann 3 Stunden am Tag mache, dann... Ist der Mietvertrag schnell auch mal dann gekündigt. Dann ist der ganz schnell weg und dann bin ich arbeits- und obdachlos. Nein, Karl, das wollen wir doch nicht. Das wollen wir nicht, deswegen übe ich hier. Was übst du denn gerade? Ich übe vor allem am Barbier von Sevilla rum. Das ist natürlich eine Riesenpartie der Figaro und sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Und da lohnt sich das auch, die Zeit zu investieren und... Unbedingt. Mal zu gucken, wie das so läuft. Also, dann hoffe ich, dass das das Ziel ist, zur Aufführung kommt. Ja, ich glaube, da können wir noch optimistisch sein, dass wir den Barbier hier noch über die Bretter kriegen. Keinvenzione prelibata, keinvenzione prelibata, keinvenzione prelibata, bella, 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 in verità, sì, sì. Keinvenzione prelibata, bella, 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 in verità, keinvenzione bella, bella, in verità, keinvenzione bella, bella, in verità. Oh, ist das schön. Ja, schönes Stück.